Das Grundprinzip eines sich verkleinernden Spielbereichs haben wir eigentlich in jedem Battle Royale-Spiel. Allerdings ist bei Fear the Wolves nicht die klassische Zone, die sich kreisförmig schließt, sondern wir haben verschiedene Gebiete auf der Karte, die wir irgendwann nicht mehr betreten können. Wie genau das funktioniert und warum das auch für dieses Tschernobyl-Setting einfach Sinn macht, erklären wir euch hier in diesem Video. Mein Name ist Dirty Dirk und ihr seid bei Nerdstar. Die Karte in Fear the Wolves ist in mehrere Quadranten unterteilt, von denen einige im Laufe einer Runde zufällig zur Zone werden. Die betroffenen Quadranten müssen nicht zwangsläufig nebeneinander liegen, sondern können ganz bunt über die Map verteilt sein. Und bunt passt dazu auch ganz gut. Es gibt zwei verschiedene Farbkodierungen für die Zonen. Orange gestreift für Gebiete mit Anomalien, rot eingefärbt bedeutet radioaktiv verstrahlt. Bevor eine Zone aber endgültig radioaktiv wird und ohne Strahlenschutz tödlich wirkt, herrscht dort Anomaliegefahr. Das bedeutet, dass in diesem Gebiet mehr Wölfe und Anomalien auftreten. Nicht, dass ihr auf der Stelle tot seid. Anomalien solltet ihr dennoch möglichst meiden, da ihr bei einer Berührung explodiert. Wechselt die Zone dann allerdings von orange gestreift zu rot, solltet ihr schleunigst die Beine in die Hand nehmen, um nicht sehr zügig Lebenspunkte zu verlieren. Lediglich Ausrüstung zum Strahlenschutz, wie zum Beispiel Gasmasken, erlauben es euch, sich kurze Zeit in diesen Gebieten aufzuhalten. Dieses deutlich unvorhersehbarere Zonenprinzip gibt dem Spiel ein paar interessante taktische Aspekte. Welchen Weg wähle ich, um in die sicheren Gebiete oder zum Heli zu kommen, oder an welchen Stellen der Karte kann ich geschickt meinen Gegnern auflauern? Abgesehen davon ist hier die Referenz zum echten Tschernobyl sehr gelungen. Auch dort können innerhalb von wenigen Metern die Strahlungslevel massiv voneinander abweichen und sind keineswegs kreisförmig. Neben den Zonen sind auf der Karte noch orangene Ortschaften markiert. Diese versprechen meist gute Ausrüstung und Waffen, bergen aber eine größere Gefahr durch andere lootgierige Gegner und ein erhöhtes Level an Wölfen im Vergleich zu normalen Gebieten. Ich hoffe, nach dem Video landen nicht mehr so viele von euch versehentlich im absoluten Halteverbot. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Spiel habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns natürlich gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und tschüss.